Hallo Freunde einer Lohnunterhaltung und willkommen hier aus dem Flugzeug von Paris nach New York. Wir befinden uns natürlich auf dem Weg zur GenCon und wie ihr vielleicht erkennen könnt, um uns herum schlafen schon alle. Aber es ist eigentlich mitten am Tag, ich weiß gar nicht, warum wir das ganze Flugzeug abgedunkelt haben. Ja, es ist schon Schlafenszeit, aber das hindert uns natürlich nicht daran, für euch ein Let's Play über den Wolken zu machen und es entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Ja. Wir spielen nämlich Tiefseeabenteuer. Also hoch in der Luft, aber wir gehen ganz tief runter. Ein Spiel von Jun Sasaki und Goro Sasaki von Oink Games, ein japanischer Verlag, aber wohl mit Sitz in Deutschland. Nee, die haben Hast du nicht gesagt? Sitz. Nee, ja, nee, aber die haben einen deutschen, irgendwo steht hier, Oink Games Inc. in Düsseldorf. Ah. Die haben einen Ableger in Deutschland. Jedenfalls sehr interessant. Wirklich schönes, kleines Minigame. Minimalistisch, stylisch, ja. Eine echt kleine Schachtel, irgendwie auch cool aufgemacht. Und ja, wie der Name schon sagt, tauchen wir mit einem U-Boot hier den Meeresgrund hinab und wollen Schätze bergen. Und ist klar, dass hier an der Oberfläche natürlich eher die nicht ganz so aufregenden Schätze sind. Und hier unten wird es dann richtig lukrativ. Das Problem ist, wir haben leider nur Geld, um uns ein U-Boot mit einem Sauerstoffvorrat zu teilen. Das heißt, wir werden erstmal beide da abtauchen. Das funktioniert dann auch ganz normal mit Würfeln. Aber sobald einer von uns einen Schatz eingesammelt hat, also so ein Blättchen nimmt, muss er ab dann für jeden Schatz, den er hat, am Anfang seiner Runde Sauerstoff bezahlen. Je mehr Schätze man hat, desto schneller verbrennt der Sauerstoff. Und wie gesagt, ich sag's nochmal, wir beide hier haben den gleichen Sauerstofftank mit 25 Sauerstoff. Ja, und wenn der leer ist und man ist nicht wieder aufgetaucht mit den Schätzen, dann kann man sich vorstellen, was passiert. Und erschwerend kommt hinzu, wenn man Schätze dabei hat, ist man auch langsamer. Pro Schatz muss man irgendwie eins von seinem Würfelwurf abziehen. Das heißt, wenn man Pech hat und irgendwie mit Schätzen, also wenn man 6 Schätze hat, dann kann man sich nicht mehr bewegen. Dann wird man unweigerlich sterben. Ich bin natürlich orange, du bist grün. Ja, wir werden es einfach mal probieren. Der Rest erklärt sich eigentlich schon fast während dem Spiel. Wir spielen 3 Runden. Drei Tauchgänge. Und du darfst einfach Ich tauche jetzt einfach mal los. Eine 4, ich habe ja noch keinen Schatz, alles gut. Man muss sich auch immer vor dem Zug natürlich entscheiden, ob man auf- oder abtaucht. Man kann quasi einmal wechseln, aber wenn dann einmal wieder auftaucht, dann muss man auch dabei bleiben. Ich bin jetzt einfach 4 Felder gelaufen und diesen Schatz hier möchte ich nicht haben. Ja, aber das kann man sich immer entscheiden, wenn man auf dem Schatz ist. Und die Einser, die haben auch unterschiedliche Werte, es ist jetzt nicht alles 1, also man dreht dann auch später um und guckt, aber die haben natürlich weniger Potenzial als die 2er oder 3er oder 4er Schätze. Okay, ich habe jetzt eine 3. 1, 2, 3. Ich tauche auch weiter runter. Ja. Also solange wir keine Schätze haben, verbrauchen wir natürlich auch nichts für den Sauerstoff. Das ist klar. 1, 2, 3. Und wenn man auf einen anderen kommt, dann, ja, dann zählt er einfach nicht mit. Und ja. Ich tauche auf jeden Fall auch. Achso, willst du den haben? Nee. Ich tauche natürlich auch weiter runter. Oh, sehr gut. 1, 2, 3. Da jemals wieder hochkommst. Ich nehme den auch nicht. Du nimmst ihn nicht. Das ist mutig, finde ich. 4, 1, 2, 3, 4. Ich werde jetzt diesen Schatz nehmen. Bitte ersetzt durch ein leeres Feld. Das ist natürlich meiner hier. Ja. Und ja. Ich tauche weiter runter. Du tauchst weiter runter. Du möchtest gleich mal. Den nehme ich. Du nimmst jetzt den Dreier. Ja. Darfst du, glaube ich, noch gar nicht angucken. Darf man gar nicht angucken. Ich glaube, erst am Schluss. Das könnte ja deine Taktik quasi beeinflussen. Ja, du jetzt gleich einfach hoch oder nochmal was holst. Ja, okay, man sieht dann erst an der Oberfläche, ob das genau, was wert genau. ist. Ich werde mich tatsächlich jetzt entschließen, umzudrehen. Ich denke, du hast dich verkalkuliert. Ach ja, und jetzt habe ich einen Schatz. Und deswegen verbrauche ich vor der Runde einen Sauerstoff. Und ich laufe jetzt auch nur noch zwei. Ich habe jetzt 3 gewürfelt, aber weil ich schon einen Schatz habe, auf nur 2 und den möchte ich natürlich auch einsammeln. Was mit dir? Tauchst du weiter runter? Nee, ich tauche hoch. Ich dachte. 3 minus 1, leider nur 2. Ich nehme den lieber nicht. Du
nimmst die nicht. Du willst einfach mit einem Dreierschatz jetzt hoch. Ach so, ja. Genau, also ich habe jetzt zwei verbraucht, einen verbraucht. Ich habe wieder zwei verbraucht. Ja. Ja. Jetzt laufe ich nur noch zwei. Ach, den nehme ich auch. Brauchst du einen Sauerstoff? Ja, ich brauche natürlich einen Sauerstoff, weil ich einen Schatz habe. Du läufst 5 minus 1 ist 4. 1, 2, 3, 4. Ich tauche mal weiter. Du nimmst ihn nicht. Du stirbst ja eh wieder. Meinst du, weil ich drei Schätze habe? Zum Glück musst du nicht rückwärts schwimmen. Ne? Jetzt kann bleib ich nicht vorwärts. Ich könnte jetzt allerdings auch wieder einen Schatz abwerfen. Genau, weil du auf so einem Feld stehst hier, wo Platz wäre. Ja, haben wir überhaupt hier, das haben wir nicht gemacht. Ah, drei, du hast wieder zwei verloren. Drei. Jetzt müssen wir kurz überlegen. Wir sind bei 18. Ja komm, ich werde wieder einen Schatz verlieren. Das ist doch irgendwie. Ich habe kein Vertrauen in meine Würfelwürfe. Oh Gott. Eins. Nur eins. Kannst du deinen einen Schatz auch? Nee, ich nehme den mit. Aber weil leer ins U-Boot zurückzukehren bringt auch nichts. Das bringt hast auch. Du den einen gemacht? Einen runter und bei dir jetzt wieder eins. Wieder zwei. Zwei. Ah, der Sauerstoff nimmt mal rapide ab. Das sind zwei. Und zwei. Nee, den nehme ich nicht. Ich verliere einen Sauerstoff, tauche weiter hoch. 5 minus 1 ist 4. 1, 2, 3, 10, 4. Nimmst du den? Und den nehme ich. Na gut, jetzt komme ich zwei Sauerstoff. Oh Gott. Noch 12 Luft. 4 sind 2. Das ist gut. Ja. Nee, da zählt ja nicht mit. Ach ja, stimmt. Warte mal. Soll ich den nehmen? Komm, den nehme ich. Oder? Soll ich den nehmen? Warte mal kurz. Du kommst jetzt. Das sind zwei. Dann habe ich noch. Das ist echt teuflisch. Ne? Ich bin so kurz davor. Aber gut, wenn ich stehen bleibe, dann kann ich ihn abwerfen. Ich nehme den jetzt. Das heißt, du musst zwei Luft. Wir sind auf 10 Luft. Fünf und zwei ist drei. Eins, zwei, drei. Moment, ich muss überlegen. Du verbrauchst es. Naja, nehme ich. Den nimmst du? Jetzt komm einmal. Du verbrauchst wieder drei Luft, oder? Drei Luft. Das wird knapp. Es wird knapp. Wir haben noch 7 Luft. Aber jetzt komm einmal. Auch wenn nur irgendwie mal, also auf den Würfeln sind ja übrigens nur bis 3, falls ihr es noch nicht gemerkt haben solltet. 1, 2, 3, ne? Also weil sie die 6er und so weiter vermissen. Oh, das ist gut. Nur 1. 3 Schätze hast du nämlich. Das ist nicht gut. Und ich muss jetzt einfach mehr als eine 3 würfeln. Das ist 3. 3 Luft. 1, 2, 3. So, komm schon. Oh. Okay, warte. So. Also. 4 Luft, oder was? Ja. Ich muss jetzt mehr als 3 würfeln, sonst wird das nix. Ja, man sieht schon, aber du könntest jetzt was abwerfen. Nein, ich bleib da stehen. Bleibst da stehen. Okay, also ich verbrauche 3 Luft. Du schaffst es jetzt auf jeden Fall. Ah, nee. Nee. Du musst dich auch fortbewegen. Ich muss auch mehr als 3 würfeln. Ja. Ich kann nichts abwerfen. Ich könnte. Komm jetzt einmal rein. Ja! Du darfst da genau eins bis im Boot. Und jetzt kommt bei mir das letzte Mal Luft. Jetzt ist die Luft zwar auf null, aber meinen Zug darf ich noch beenden. Das heißt, ich muss jetzt einfach auch mehr als 3 würfeln. Oh. Oh je. Ja, jetzt habe ich es nicht geschafft. Bin kurz vorm U-Boot ertrunken. Und meine Schätze fallen jetzt einfach an den Meeresgrund. Zum Dreierstapel. Wenn man da hinkommen würde, würde man da drei auf einmal. Zählt als einen Schatz, aber. Ja. Aber da musst du auch erstmal hinkommen. Aber? Das war der erste Tauchgang. Ja.
Und meine Schätze darf ich jetzt auch umdrehen, mal gucken, was ich da gesammelt habe. Man sieht es, sie haben, oh, guck mal hier, ich habe einen 7er. Ich glaube, es ist gestern 2er. Und die kommen jetzt raus. Ja, hier kommen jetzt diese, ach ja, die eingesammelten raus. Kommen raus. Ah, ja. Und dadurch wird der Weg zum Untergrund natürlich kürzer. Klar. Die Lücken werden einfach geschlossen. So. Und ich war zuletzt im U-Boot, also darf ich wieder los. Ja, du hast es nicht geschafft. Scheiße. 3. Nächster Tauchgang. 5. Zählt ja, wie gesagt, die nicht übersprungenen zählt man nicht mit. 1, 2, 3, das nehme ich. Das nimmst du. Fünf habe ich gewürfelt. Bist schon fast im tiefen Wasser. Soll ich es noch einmal wagen? Nicht nehmen. Nee, ich nehme es. Ich werde jetzt umdrehen. Du musst aber eine Luft verbrauchen. Ah, ja. Ich drehe jetzt um. Tauche wieder auf. 1, 2, 3. Das nehme ich. Ja, ich verbrauche eine Luft. Ich stehe auch auf. Ja, ich bin ziemlich weit hinten. 1, 2, 3, 4. Nee, nur noch 3. Entschuldigung, wir haben nur noch 3. Willst du den Sahne? Nee, nee, ich nicht. 2 Luft gehen runter bei mir. 2 Schätze. Oh, ich darf nur 1 laufen. Bei dir geht auch die Luft 1 runter. Oh. 5. Na, da kann ich nichts nehmen. Bei mir 2 runter. 1. Nein. Ist noch was. Ich weiß auch nicht. Du tauschst jetzt schon wieder auf. Nee. Eine Luft. 2. Die nehme ich. Auch wieder die Luft 2 runter. Diesmal ist ja easy. Oh, ich bewege mich gar nicht. Bei dir geht auch die Luft 2 runter. Scheiße. Um 2 bewege ich mich. Aber ich sammle die mal nicht ein. 2 für dich. Sehr gut. 4. 1, 2, 3, 4. Na komm. Einmal. Einmal ist kein Mal. Jetzt okay. Geht's bei dir wieder 2 runter. Was? Okay. Okay, also ich habe 2. Habe ich noch 3? 1. Oder bin ich schon im Ziel? Bist du da? 1, 2, 3. Okay, ich wollte ja eigentlich noch was einsammeln können. Geht gut. Die Luft 3 runter. 1, 2, 3. Ich darf genau 1. Lauf. Nee, ich bin die Luft geht 3 runter. Oh Gott, ich sterbe schon wieder da. Ich sag's dir. Ja. Ah, Punktlandung. Puh. Ich gerade so, dann mal gucken. Okay. Zweite Runde. Das war der zweite Tauchgang. Oh, du hast eine 9 und eine 3. Ja, die 9 war der. Jetzt mal gucken bei mir. Nochmal eine 7. Ui. Eine 8, also ich finde, der ist gar nicht so viel besser als der 2, also irgendwie voll stark. Ja, die sind unterschiedlich natürlich, man kann da Glück und Pech haben. Ah. So, das heißt, die kommen wieder raus. Dritter und letzter Tauchgang. Und ich war wieder zuletzt im Schiff, das heißt, ich darf wieder los. So, mal gucken. Okay. Ja, jetzt alles oder nichts. Weiter.
dir absetzen. Eigentlich schnell runtertauchen. Ja, ich besser noch schnell auftauchen. Ich tauche weiter runter natürlich. Niedrige Zahlen würfeln ist nicht gut. Hauptsache du bleibst hinter. Okay, jetzt auch eine 4 oder so. Oh. Nehme ich. Das nimmst du. Um. Nimmst du das? Ja, ich nehme das. Ich glaube nicht an die Segen. So. Ja, ich verliere einen Sauerstoff, verbrauche einen Sauerstoff. Eins, zwei, drei. Nehme ich das? Genau. Moment, lass mich kurz überlegen, ob ich das auch noch nehme. Nee, lieber nicht. Hatte auch einen Sauerstoff? Ja, einen Sauerstoff. Bei mir auch wieder einen Sauerstoff. Ah, du nimmst das noch? Nehme ich. Hast du es nicht genommen, ne? Nee. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nehme ich. Und zwar hast du meinen, meinen Sauerstoff, was sind jetzt 2 Sauerstoff für mich? Oh oh. Nichts. Dann 2 Sauerstoff bei mir. Ich tauche auch weiter auf. Oh, nur 1. Willst du es nehmen? Nee, nehmen wir nicht. 2 Sauerstoff für mich. Das ist doch schon mal gut. Das sind 3. Das ist so gut. Soll ich den nochmal? Ist mehr als 3? Nee. Wieder 2 Sauerstoff. Drei. Na gut, ich muss es ja riskieren. Ja, du musst was riskieren, ich glaube. Ich glaube, ich kann es einfach safe nach Hause fahren. Es darf nur nichts mehr passieren. 1, 2. Ah, das ist natürlich gut für mich. Den nehme ich auch. Jetzt muss ich 3 Sauerstoff. Man muss irgendwie mehr als eine 3 würfeln. Oh oh. Nee. Du verlierst auch 3 Sauerstoff. Nee, wer weiß, vielleicht bleibst du sogar noch hängen. Ja. Oh, du bist wieder da. Sehr gut. Dann bist du auch wieder 3 Sauerstoff. Du bist immer als letzter entweder da. 4 darf ich nur 1. Finde ich nochmal 3 Sauerstoff. Wieder auf den letzten Meter da. So, jetzt kommt es drauf an. Ja, bin auch da. Sehr schön, schauen wir mal. Beide geschafft. Oh, das ist eine 0 gewesen. Ja, meine aber auch 0. Oh, aber ich habe einen 10er. Oh, ein 11. Aber du hast einen 12. 22. Du hast einen 12. Ja, ich habe 34. 14, 18, 21, 32, 40, 50. Ja. Wie viel hast du? 34, glaube ich. Ja. 12, 15, ja, also das habe ich sauber nach Hause getaucht, würde ich sagen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Viel Abenteuer. Ja, ist ein nettes kleines Mikrospiel. Erinnert ja tatsächlich vom Thema total an Okeanos, was jetzt rauskommen soll auf der GenCon, auf das wir ja schon gespannt sind, von Antoine Bowser bei Yellow. Nur ist nur ein Mini-Mini-Mini-Format. Also wer da irgendwie Bock drauf hat, muss man mal gucken. Also hier ist halt zum Beispiel ihre Internetseite, Oink Games. Das denke ich mal sicherlich auch in Essen, vermute ich mal. Ich war ganz scharf von ausgehen. Ja, das war unser Let's Play über den Wolken. Mal gucken, vielleicht machen wir nochmal eins. Ansonsten haben wir sicherlich noch Zeit, wenn wir in New York auf unserem Anschlusszug, sag ich schon, Flug warten. Es sei denn, sie lassen uns wieder nicht durch die Immigration durch, so wie letztes Mal. Aber ja, es ist eine gute Hoffnung, dass es diesmal besser klappt. Ja, bis dahin. Macht's gut. Tschüss.